Frau Abgeordnete Doktorin Beatrix Karl als Nächste. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Regierungsmitglieder, werte Kolleginnen und Kollegen. Großbritannien ist innerhalb der Europäischen Union alles andere als ein einfacher Partner. Bereits in den 1980er Jahren wurde der sogenannte Britenrabatt durchgesetzt. In der Folge äußerte sich die britische EU-Skepsis etwa in der Ablehnung gegenüber den Schengener Abkommen und dem Euro sowie in Opt-out-Regelungen für die Bereiche Justiz und Inneres. Dennoch ist es schade, dass sich Großbritannien aus der Europäischen Union verabschiedet. Klub-Obmann Lobatka hat bereits die damit verbundenen Nachteile für die Europäische Union angesprochen. Wobei manche Analysten die Auffassung vertreten, dass der EU-Austritt Großbritanniens die Gemeinschaft homogener machen und dazu führen würde, dass die restlichen Mitgliedstaaten enger zusammenrücken. Der von Landeshauptmann Schützenhöfer angesprochene heilsame Schock wäre uns allen sehr zu wünschen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Befürworter des Brexit haben ja unter anderem behauptet, dass ein EU-Austritt der britischen Wirtschaft gut tun würde. Würde diese doch durch die Brüsseler Regulierungswut gelähmt. Dies ist insofern bemerkenswert, als die britische Wirtschaft trotz EU-Mitgliedschaft zu einer der am wenigsten regulierten der Welt zählt, wie die Daten der OECD belegen. Völlig ausgeblendet wurden von den Brexit-Befürwortern vor allem auch die Vorteile einer EU-Mitgliedschaft, wie insbesondere der freie Binnenmarkt. Die heute bereits mehrfach angesprochenen ersten Reaktionen auf das britische Abstimmungsergebnis sind daher wenig erstaunlich. Das Pfund ist dramatisch gefallen, ob das Klub-Obmann Luger wahrhaben will oder nicht. Die Kreditwürdigkeit Großbritanniens ist herabgesetzt. Die Börsenwerte britischer Firmen befinden sich im Sinkflug. Bei den britischen Unternehmen hat sich die Stimmung deutlich verschlechtert. Nach jüngsten Umfragen betrachten 49% der Firmen den allgemeinen wirtschaftlichen Ausblick für die nächsten 12 Monate pessimistisch. Vor dem Referendum vertraten nur